Hier sprechen wieder die drei Musketiere. Musketiere, die drei Geldhaie wollte ich sagen. Aaron, Mio und auch ich. Wir haben uns mal hier in der Stadt getroffen, einfach mal aus Spaß. Und weil wir alle geschäftlich unterwegs waren. Kann man ja mal so sagen. Ich wollte auch nochmal in den Läden gucken. Ich habe das ein oder andere, was ich mir noch holen wollte, eventuell. Wenn ihr seht's ja alle bei mir gerade. Ich habe jetzt nur noch 161 Münzen. Ich habe ein Stack Tropenholz beim Shop gekauft und das war eine Investition zu früh. Okay. Also entweder kaufe ich mir jetzt eine Ranke oder Ustra besorgt mir eine Ranke. Nee, kauft immer da. Er besorgt die Ranken, ja, ja. Ich hab keine Schere im Moment, deswegen würde ich gerne machen, aber nein. Ich habe eine Schere und ich habe ein Moor in der Nähe. Ich habe nur noch 15 Münzen. Jetzt echt? Wir wollten das ja festhalten, wenn es erst bankrott geht, oder? Nein! Stopp! Stopp! Eventuell können wir ins Bett gehen, ja, wenn ich es überlebe. Wenn ich es überlebe, in mein Bett zu kommen, ja. Wo ist denn der Kuchen, den ich gekauft habe? Ach, da. Ach, den hat er schon gekauft, ne? Ja. Da mal sind die Monster. Ach, das sind nur Kürbiskuchen. Ja, Monster sind an, definitiv. Bei mir sind überhaupt gar keine Monster. Bei mir sind ganz viele Monster. Bei mir auch. Deswegen nehme ich mal mein Bett und verpiss mich! Hilfe! Los, legt euch ins Bett, bitte, legt euch ins Bett, bitte! Ja. Kann ich nicht überall sind keine Kinderzombies und alle möglichen Scheiß. Kinderzombies. Okay, ist egal. Die haben mich, die lassen mich in Ruhe. Ich bin bereit. Bin bereit. Die schlimmsten. Das sind die schlimmsten, sag ich euch. Geh ins Bett! Die verbrennen auch in der Sonne, das ist ja das Schlimme. Die sind schlafen. Die sind zu klein, die ducken sich einfach unter den Sonnenstrahlen weg, oder was? Jo, ich gehe jetzt schlafen, vielleicht nicht. Ich wollte gerade sagen, seid ihr jetzt im Bett? Ich bin im Bett, nicht Tag. Das ist nicht sehr, ne? Ich weiß. Ich weiß, was du sagen willst. Ich mache mir ein bisschen Licht an. Oh, ich musste einen Schluck trinken. Mein Hals war gefroschelt. Was? Da war ein Frosch im Hals. Ich sagte, mein Hals war gefroscht. Der gehört aber nicht hin. Das stimmt. Oh, witzig. Ja, voll. Kann ich jetzt auch. Du bist ja ein lustiger Typ. Ja. Boah, wie die sich alle gegen meine Tür drücken, die ganzen Wahnsinnigen, ne? Also Aaron? Ja. Der drückt sich nicht an mein Fenster, nein. Ausnahmsweise mal nicht. Ich wollte gerade sagen, also das ist auch nur eine Ausnahme, ne? Jawohl. Wir kennen und lieben ihn alle. Ich hab wieder einen Creeper erledigt und das hat sich auch gelohnt mit 11 Münzen. Ist das eigentlich ein ziemlicher Gewinn für mich? Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einen Creeper. Auf ihn! Und derjenige, der das meiste Geld braucht, bei dem rennen keine Monster rum. Ja. Heute ausnahmsweise. Wir haben es höher gestellt vom Schwierigkeitsgrad und du warst dagegen und jetzt sind bei dir keine Monster. Das ist Fairness. Sparta? Achso. Was? Sparta? Sparta? Ja, das ist Sparta. Das ist Sparta! Ja. Die Spinne gab kein Geld, das ist ja doof. Wo ist der Creeper hin? Der Creeper ist einfach weg. Der ist weg. Wir haben die Angewohnheit zu explodieren. So wie ich. Wenn ich richtig ausraste, explodiere ich auch immer leicht. Rage Kitty. Ey! Bam! So schlimm bin ich nicht, okay? Mann ja nur. Arono, Ich kann das nicht machen, meine Lippen vibrieren dann und das kitzelt. Gut, jetzt haben wir alle Geräusche mal durch. Oh, ich habe hier eine Höhle gefunden. Was war das? The fuck? Oh nein, nicht so ein großer Baum. Es gibt Kohle in dieser Höhle. Oh. Und da unten gibt's Lava in meiner Höhle. Große Bäume, was? Du große Bäume. Freu dich doch, du bist Holzfäller. Wollte schon sagen, es kann ja nichts. Ja, aber den kriegt man hier runter. Warum nicht? Bau dir einen Weg. Scheiß Baum abgebaut hat. So, hier habe ich jetzt so eine Höhle. Das ist ja ganz cool, weil der Höhleneingang gefällt mir bombastisch gut schon. Bombastik. So, dann können wir nämlich hier die Felder hinmachen. So, meine Treppe ist immer noch nicht fertig. Dann in zwei Richtungen. Sehr gut. Ach, Sperrgut? Nein, danke.
Leergut, Bert Leergut. Leergut? Buspfand. Pfandrückgabe bitte an mich. Ich nehme gerne Geld an mich, das ist nicht so, als wäre das nicht so. Und was ist das Gegenteil von Leergut? Meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Flasche? Voll schlecht. So, egal. Hä? Intelligenten Witz, echt. Leergut? Hast du gesagt sehr gut oder Leergut? Was ist das? Ja, was ist das Gegenteil von Leergut? Das macht ja keinen Sinn. Warum? Jetzt kommt das Gegenteil von leer ist voll. Und das Gegenteil von gut ist schlecht. Also, was soll das denn? Ach so. Siehst du, Mio, deswegen intelligenten Witz. Den versteht man erst, wenn man dreimal nachgedacht hat. Oh. Ja. Ich will nicht nachdenken. Ich bin Minecraft-Spieler, damit ich nicht nachdenken muss. Ich bin der Foltermeister bitte? Übrigens. Ich zwinge euch zum Nachdenken, wie euer Mathelehrer. Nein! Nein! Ja, warum? Jetzt passt das doch zum Schulanfang wieder, oder nicht? Das Schulanfang wieder? Ja, bei uns ja. Ja. Du? Weißt du, wir haben nicht die ganze Zeit Feiertage. Das stimmt, ihr habt ja nur Feiertage. Ich finde das lustig. Tut mir leid, bei uns sind aber die schlimmsten. Die haben noch christliche Feiertage. Auch noch? Mhm. Das ist übel. Ungefähr nochmal ein Drittel von dem, was man eigentlich normal hat. Okay. Ab nach Bayern. Warum? Wir gehen doch schon lange nicht mehr in die Schule. Ach ja, da war ja was. Das, ja, die Feiertage, das liegt ja nicht daran, dass ich nicht muss, sondern weil ich nicht will, oder wie war das? Aber Feiertage zählt doch für jeden. Das stimmt. Ja, aber nicht die schulischen. Die gibt's ja auch noch. Ich nehme, wie die schulischen sind. Gut, kann ja nur besser werden. Oh Gott. wenn er an sich schon... Jetzt habe ich extra die ganzen Schwarzholz-Scheiß da rein. Ja, gerade bin ich noch am Treppen bauen. Ich möchte jetzt auch mal vorankommen und nicht die ganze Zeit nur, ne? Du kannst ruhig die ganze Zeit Geld ausgeben. Ich will diesen blöden Baum abbauen. Scheiße. Ich brauch die Super... Ich möchte auch was erreichen. Ich brauch die Super-Speed-Schaufel jetzt. Jetzt muss ich die ganze Scheiße da abtragen, die ich aufgeschüttet habe, um die dann da hinten wieder aufzubauen. So eine Kacke, ey. Es ist nicht leicht, der Beste zu sein. Verdammt. Vor allen Dingen, wenn man das nicht schafft, ne? Ja. Andere Leute immer besser sind als man. Was, ich kriege auch Geld, wenn ich Zucker herstelle? Mal gucken. Ich glaube, es ist leichter, wenn ich von oben abbaue. Nein, Zucker gibt kein Geld, ist egal. Ist auch nicht wichtig. Als ob ich Geld bräuchte, pfff. Ich brauch erstmal kein Geld. Ich brauch Geld. Ja, das brauch ich auch. Was? Geld. Ich hab 155, ich weiß nicht, was ich kaufen sollte. Damit ich mir mehr Erde kaufen kann. Pff. Ihr habt ja solche Probleme nicht. Luxusprobleme nennt man sowas auch. Ist schon irgendwie traurig, wenn man Erde kaufen bzw. farmen muss. Ja, eigentlich, ne? Hat man das schon einen Überfluss, genau wie Koppel. Ja gut, ich hab aber hier eine relativ gerade Fläche. Ich musste so gut wie nie Erde schippen. Oh. Auf der anderen Seite frage ich mich, was ich die letzten 12 Folgen gemacht habe, aber hey. Das fragen wir uns alle. Ja, ich weiß. Aber das ist ja nicht schlimm. Wenigstens habe ich jetzt hier noch einigermaßen gerade Fragen eben. Auf. Was viel erschreckender ist, dass man irgendwann mal realisiert, wie viel man von dem ganzen Zeug irgendwie von A nach B geschleppt hat, ne? Mhm. Wenn ich jetzt sehe, diese kleine Fläche, die ich jetzt gerade wegklatsche, sind schon wieder über 200 Erde. Unvorstellbar, wenn man das sich so anguckt. Das ist heftig, ja. Das habe ich auch. Aber ich bin nur am Abbauen, ey. Ach, hast du einen Schluck getrunken. Sehr gut, habe ich auch gerade gemacht. Für den guten Zweck. Was, Bett? Für den guten Zweck bin ich am Abbauen. Ich bin ja froh, dass ich schon mal mein erstes Haus überhaupt fertig habe. Das ist echt ein erstes Haus? Ja, ich habe jetzt meine Scheune hier, wie gesagt, fertig. Da kommen dann alle Sachen rein, die ich für Landwirtschaft brauche. Ja, mein richtiges Haus kommt ja oben auf den Berg. Das wird ja wirklich dann der Thron im Himmel. Das hab ich gesagt von Anfang an. So. Klang jetzt so, als hättest du schon ein Haus gehabt. Dein Berg ist ja wohl nichts im Vergleich zu meinem Berg. Ich meine, ich kann auf die Wolken runtergucken.
Ist mir egal, aber das war meine Idee von Anfang an. Wettbewerb. Du musst gar nicht konkurrenzfähig. Ich bin gar nicht konkurrenzfähig, natürlich. Ich bin die einzige Konkurrenz hier für dich. Hallo? Ich wollte gerade sagen, So. Ach, nee, so sind sie zu mir, so sind sie zu mir. Ja, aber. Haben dich nur lieb und wollen dich schon. Richtig. Tonen schützen. Schön schützen. Irgendwie sowas. Was? Schön schützen? Schön schützen. Schön schützen. Was? So. Schön schützen. Dennis, so, damit du schön bleibst. Man braucht immer ein Maskottchen, Aaron. He's a beautiful girl, beautiful girl. Was? Oh Gott, ich hoffe, ich kriege diese Treppe heute noch fertig, oder? Oh, ein Apfel, morgen, der ist gesund. Morgen. Oder übermorgen. Vertrau mir, Aaron, ich werde es packen. Nein. Ja. Hör auf. Mit dir redet niemand. Mit wem redest du? Hier. Das ist ja, und schon hast du mit mir geredet. Oh Gott. Wieso? Du magst mich also doch. Niet. Hey. Soll ich dich anlügen? Ja. Ich mag dich. Manchmal tut die Wahrheit einfach nur weh. Ja, siehste. Hätte dich ja nicht angelogen, aber du wolltest unbedingt. Ich mag das. Was, Schmerz magst du? Lüg mir ins Gesicht los, lüg mir ins Gesicht. Mein Aufstieg ist weit. 1, 2, 3. Qualvoll. Hallo, ich muss jetzt erstmal zählen lernen. Macht mir jetzt mal eben in Ruhe, Ginnas. 1, 2, 4. 1, 2, wo war ich gerade? 1, 2. Wie ging's weiter? 4. Verdammt! 63, 68, 105. Gewonnen! Ich brauche jemanden, der für mich abbaut. Ja, kenne ich. Können wir so Roboter einstellen? 50 Münzen pro Tag. Pro Tag? Läuft. Oh, das läuft. Du bist gemietet. Sonne geht gerade auf. Nee, es geht unter. Oder unter. Nee, was? Es geht unter. Geht unter. Verdammt. Es gibt nicht viele Dinge, die untergehen. Es gibt nicht viele Dinge, die so schnell untergehen wie die Sonne. Ich geh ins Bett, ja. Was soll das schon wieder sein? Geh ich nicht. Eine Anspielung? Nein. Hallo, es ist nicht alles, was eine Anspielung, was ich mache hier, okay? Nicht alles Filmzitate, okay? Ich kann auch einfach normal vernünftig reden, okay? Glaub okay. So, ich bin im Bett, okay? Okay. Ich glaube, ich muss hier mal niesen. Okay. Gießen? Was, gießen? Was willst du gießen? Gieß mal. Okay. Okay. Warum ist die Staatskasse so reich? Und warum bin ich so arm? Warum geht ihr nicht ins Bett? Wird. Ja, weil ich dabei bin. Wie lange dauert das denn? Versuchst du die richtige Liegeposition zu finden oder was? Hahaha, ich muss meine Treppe erstmal wieder runterkommen. Hast du keinen Treppenlift? Nein, so alt bin ich noch nicht. Meine Güte, ey. Seid ihr jetzt alle im Bett oder was? Ja. Feel your face. Echt? Mhm. So, ein neuer Tag. Ein neuer Dollar. So. Sind noch Monster übrig geblieben, die man schlachten könnte? Nein, okay. Weiter zur Treppe. Ja, es sind noch gar keine gespawnt. Wir sind viel zu früh ins Bett gegangen. Das stimmt allerdings. Oh, ich muss die ganze Zeit hochgucken. Ich glaube, mein Charakter hat gleich Nackensteife. Ich brauche eine Masseuse. Aaron! Pff. Arsch. Was denn? Nichts, nichts. Komm zurück, es kommt zurück. Warum? Was denn? Kommt? Er sagt doch nur, dass du gute Hände hast. Woher er das auch immer weiß. Kräftige, starke Hände. Also bitte, Junge. Ustra, es reicht. Was? Was mach ich denn? Es reicht, okay? Oh, das sind schon mal. Nee, es reicht jetzt. Reicht.
Ja, okay. Dritte Reich, ich hab's verstanden. So, ich muss mal eben zwischendurch einen Kürbiskuchen futtern. Und, wie ist der so? Hier, macht der. Also ist ganz okay, ne? Ein Stück, ja. Aber ich kann es mir leider nicht Eier, ich kann es mir leider nicht kaufen, Eier zu kaufen für 15.000. Tut mir echt leid. Oh. Also ich könnte dir ja Eier verkaufen für 8 pro Stück. Ich werde den Preis noch normal Lysian auf 7. Bitte was? Die Hühner geben jeden Tag ein Ei und du willst mich ruinieren. Ja. Das ist ja wohl eine Frechheit. Gefunden. Mit einem Lächeln. Du kannst mich am Arsch lecken mit einem Lächeln, wenn du willst. Oh, ich hab Kohle gefunden beim Treppe. Ja, schön. Aaron, bist du produktiv? Das Gute ist, dass ich natürlich immer noch schwerkraftresistente Erde angebaut habe. Ich bin ein wahres Genie der Genforschung. Was? Genforschung? Und der Physik. Was? Was wollen wir jetzt sagen? Oh nee, warte. Das ist Ostralogie. Ja. Die abgeschafft wurde. Funktioniert das ein bisschen anders, Aaron? Ja, so, ich hab Kohle bekommen. Ich brauch immer noch Erde, meine Freunde. Nein, das war zu böse, das sag ich jetzt nicht. So, dann kommt das hier bis dahin. Du musst ein bisschen auf deine Erde warten. Okay. Your base. Ich kann nicht. Oh. Ich muss dann meinen netten Freunden etwas bieten und nicht immer nur zeigen, wie ich die Erde verkaufe. Ich hab doch keine Zeit für sowas. So, das sind auch 4. Ja, ein tiefer können wir noch gehen. Ich kann ja auch Cobblestone verkaufen. Kobbel? Habe ich selber, danke. Aber was will ich mit Cobblestone? Ich hab so viel davon. Darauf kann ich ja nichts pflanzen, oder? Ja, aber ich habe so viel davon. Außer eventuell Pilze. Doch, du kannst was draus bauen. Ja, toll. Und das kann ich aber. Ich kann aber keine Steine fressen. Kannst du schon. Nur einmal im Leben. Nur einmal im Leben musst du kannst alles Steine einmal fressen. Im Leben essen. Das stimmt eigentlich. Aber auch nicht alles. Musst du dir eins aussuchen, oder wie war das? Eieiei. Nein, ich baue mir ja schon meine eigene Erde ab. Ich bin, als ob ich faul wäre und alles mit Geld regeln würde. Hallo? Ja. 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 So ist er, der Ostra. Aber ja. Es ganz schadet nicht, ja? Was schadet nicht? Wir können nicht. Ja nichts dagegen sagen, Aaron. Schließlich das Geld. Das Geld fließt. Und wie sagt man so schön, Leute, die Geld haben und es an andere Leute geben, die darf man nicht beschuldigen. Umbringen. Ach so. Hast du Angst vor jemanden, Aaron? Willst du uns irgendwas damit sagen? Ich meine, die Antwort kam irgendwie so bestimmt und Eieiei, was ist denn los? Hast du Probleme mit Geldhain? Ich ja, hab dich. So viel hab ich dich doch noch gar nicht bedroht. Nur mit ganz bei mir ausgerottet, aber sonst. Ach nee, schön. So für alle Leute, die sehr das ist mein So! Das ist keine Sparta. Richtige Unterhaltung. So. Das war alles nicht ernst gemeint. Kommt, seid nicht so leichtgläubig. Sparta. Was? Nicht. Dennis. So. Wie bist du jetzt wieder da auf das Thema gekommen? Egal. Das ist immer seine Überleitung. Ja. Und jetzt zurück zu Penis. Zu Mio Talk. Nein, nicht wieder Mio's Talk. Das war letztes Mal irgendwie voll der Reinfall, deswegen lass das besser. Erzähl mir mehr. Das war kein Reinfall, okay? Mio wollte so kreativ sein. Oh. Aber, ja! Was heißt das denn? Mehr gab's das auch nicht zu sagen. Oh Mann, was soll das denn jetzt heißen? Hat jemand noch Glasblöcke? Nein. Mhm. Ja? Du nickst. Ich dass du gesagt hast, dass du war ein Reinfall. Du Typ, da drüben in der Ecke. Du nickst doch gerade. Was willst du denn dafür haben? Schau mal bitte in die Bibel. Ich hab die in den 4 Stück habe ich. Brauche ich. Kann ich nicht. In der Bibel steht das nicht drin. Blöcke, 4 keine. Stück. Ja, 4 Blöcke, ja, keine Scheiben. Oh, ich hab noch 4, okay. Mio, also es steht nichts drin. Nee, ich meine, Glas steht nicht drin. Das musste ich ja letztes Mal auch selbst entscheiden. Hast du genommen? Wie viel hatte ich genommen? Für Glasscheiben hast du genommen, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, für Glasscheiben habe ich
5 genommen pro Stück. Meine ich. Oder 8. Ah, das kann so sein. So in dem Dreh. 5 bis 8 habe ich genommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, warum scheint nochmal die Sonne? Oh, ey. Ja, wieso? Hallo? Klicker? Ah, okay. Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen. Meine Überschrift für jede Folge. Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen. Wie lange brauchst du mit der Treppe? Wo baust du denn hin, die Treppe? Verdammte Scheiße. Hoch. Das war aber nicht steil hoch, sondern apart hoch. Apart. So kannst du kaufen. Da musst du, du warst doch reich, oder? Nicht mehr. Mio ist jetzt reich. Okay. Mio ist reich, Mio ist reich, ich hab nix. Ich bin gar nicht reich. Was doch, denn? Du bist reich. Warum? Ich hab 100. Ach ja, du hast ja Tropenholz gekauft. Ja. Wie viel hast du denn, Aaron? Ich hab gerade mal 69. Dann bin ich immer noch auf Platz 1. Was ist denn los mit euch? Bist du los mit auf dir? Platz 1? Was denn? Was ist denn los mit dir? Der Ustra ist auf Platz 1. Zu Recht wollte ich halt mal eben daran fügen. Klar, ich könnte schon längst oben sein, aber ich mache ja auch am meisten für das Geld, was? Ist was? Klar. Ja. Ich mache am wenigsten. Das ist ja, deswegen hast du auch am wenigsten Geld. Denk mal drüber nach. Ich mach einfach so viel, okay, was fertig. Gar nicht damit zu tun hat, Geld zu machen. Und hat sich gelohnt, drüber nachzudenken? Nö. Ich denk nach, ich denk nach, ich denk nach. Lohnt sich nicht. So ist es mir früher auch irgendwie immer in der Schule ergangen. Wie ist denn die Antwort? Ich denk nach, ich denk nach, ich denk nach. Ah, da meldet sich einer, lohnt sich nicht weiter zu denken. Ja, ich bin so ein Kind, ich hätte wahrscheinlich Privatunterricht gebraucht, weil ich die volle Aufmerksamkeit immer will. Was, wenn sich jemand anders meldet, hatte ich schon wieder keinen Bock. Schlimm, diese Kinder. Ich hasse die auch. Das sind alle Kinder. Runter von meinem Rasen! Da bummst du auf meinem Rasen! Und ich wohne immer auf deinen Rasen. Das war genau so. Nur halt in härterer Aussprache. Ach nee. Oh Gott. Ach nee. So. Ich hab meinen Ofen schon lange nicht mehr benutzt. Kennt ihr das? Nein. So, du hast jetzt die Glasblöcke, die hole ich mir irgendwann später mal irgendwann. So, es nimmt langsam Form an hier bei mir. Ich habe zwar noch keine Wege und irgendwie ist alles kahl und leer, aber pff, ich finde schön. Da liegen ein paar Eier mit drin, wenn du welche willst. Echt? Super. Dann kann ich wieder Kürbiskuchen bauen. Jetzt hat Aaron keine mehr. Kürbiskuchen? Nee, Eier. Ist ja egal. Das stimmt. Pff, deswegen waren die so teuer. Aha! Ja. Ach stimmt, das jetzt, wie mache ich das? Ich wollte mir noch ein Gewächshaus bauen. Normalerweise brauche ich noch mehr Glasblöcke, also normalerweise. Ihr könnt ruhig schon mal anfangen für mich was zu farmen, ihr kleinen Sklaven. Vergiss es. Wenn du das aber für den gleichen Preis kaufst, wie es drin ist, dann ja. Ach nee, für mich Mengenrabatt. Plus 25%. Ja doch, das ist okay. Okay, ich muss jetzt überlegen, was los ist. Plus. Ich wollte gerade sagen, Aaron erinnert dich schon dran, dass er gesagt hat, plus 25%. Ja, kommt ja darauf an, was er dafür halt haben will. Meine Tasche ist ein bisschen 25.000 plus 25%. 100 pro Block oder was? Nee, es wird mehr auf jeden Fall, das meinte ich. Achso, ja, das ist mir klar. Was schon sagen? Du bist so verrückt, nee. Dann fahre ich selber. Dann würde ich mal sagen, so 10 pro Block. Pro Glasblock? Mhm. Außer in Ordnung. Okay. Das ist doch ein Schnäppchen. Außer ich guck vorher mal im Glasladen vorbei, was die dafür so haben wollen. Nein! Mach das nicht! Die lügen! Cool. Weiß ich gar nicht, wie viel da drin ist. Was ist cool? Ja, nein! Auf gar keinen Fall! Hier nicht! Sie wollen nur Böses! Hey, die lügen alle! Das ist gar kein Glas, das ist Plastik! Billiges. Oh, ich renne genau, nee, die wollen 50. Das ist viel. Oh, da kann ich auch noch ein bisschen hochgehen. Was? Nein, mein Witz. Untersteh dich. So böse bin ich doch nicht. Du willst doch nicht so einen armen Mann wie mich abziehen, oder? 20 pro. Du hast Geld. Ah, ich hab Geld wo? Mann, ich Geld nie.
Warum ist die Kasse so reich? Wir haben kein Geld, du hast Geld. Weil wir alle so arm sind. Gute Antwort. Ja, das ist die einzige Antwort, die ich darauf geben kann. Es ist dunkel, ich möchte nochmal ins Bett. Gleichzeitig möchte ich euch natürlich sagen, es war wieder einmal schön mit euch hier bei Minecraft. Das kann doch nicht schon wieder vorbei sein. Big Business. Und für diese Woche war es das auch wieder hier aus dem kleinen, schlimmerigen Ustraland, aus Aronland und das Mioland. Mioschland. Ich hoffe, erstmal ins Bett. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei für neue Projekte. Das soll natürlich kein Abschied für immer sein. Genießt. Den Abschied für immer. Den Abschied. Okay. Bis zum nächsten Mal. Okay, das war's. Und tschüss. Ciao.